Also ich muss jetzt leider wirklich noch mal über das Thema Lichtnahrung sprechen für die, die da sehr skeptisch sind, was ich auch sehr nachvollziehen kann. Aber für die, die das halt interessiert und die den Weg auch gehen wollen, könnte das eine wichtige Information sein. Deswegen will ich darüber reden. Und zwar ist es so, dass wenn ich auf Lichtnahrung umstelle, das ist halt wirklich eine Bewusstseinsfrage und eine Frage des Geistes und hat nicht viel mit dem physischen Körper zu tun. Wenn ich ja darauf umstelle, dann merke ich, dass ich halt genährt bin und dann habe ich auch das tiefe Gefühl und Vertrauen, dass ich dann halt nicht weiter abnehmen werde, wenn ich komplett auf Lichtnahrung laufe. Das heißt trotzdem, wenn ich weniger esse, aber dann entgifte ich nicht weiter. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach auf Lichtnahrung umstellen. Ich könnte es natürlich schon. Und habe es auch einige Mal schon gemacht, aber jetzt mir und anderen sozusagen nicht bewiesen, weil ich es nicht über einen längeren Zeitraum gemacht habe. Zum Beispiel, dass ich halt 7 Tage auch nichts trinke, zum Beispiel. Aber es ist so, dass ich in dem Zustand nicht mehr dann entgiften kann. Und die Entgiftung ist für mich aber wichtig, um das alles einfacher zu machen, um die Lichtnahrung sozusagen einfacher aufrechtzuerhalten. Das geht deutlich einfacher, meiner Meinung nach, wenn man einen möglichst entgifteten Körper hat. Und mein Fokus liegt halt wirklich auf Entgiftung und nicht auf Gewichtsabnahme. Deswegen wird mir das weitere Fasten, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also ich nehme da auf jeden Fall immer bei ab, das ist die Sache, und habe dann wirklich das Gefühl, wenn ich dann, auch wenn ich dann meine Bananen esse und Salat und so weiter, dass da nicht genug nachkommt. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht ist es auch so, dass da einfach nur so eine innere Blockade ist, die mich daran hindert, noch weiter abzunehmen. Also auf jeden Fall ist da irgendeine Grenze in Anführungszeichen sozusagen erreicht. Ich weiß noch nicht, ob die wirklich rein psychisch sozusagen ist oder ob das wirklich so eine Warnung vom Körper ist, dass das jetzt unnatürlich wird, also ungesund wird sozusagen, weiter abzunehmen. Mir reicht es halt wirklich, würde es halt wirklich auch reichen, so vom Gewicht her, vom Fettanteil her. Also wie gesagt, bin ich mir da mal nicht ganz sicher, aber da ich halt weiter entgiften will, würde ich das weitermachen, dass ich jetzt eine Ernährung habe, die sich auf Obst und Gemüse stützt, zum allergrößten Teil circa 50% halt wirklich Gemüse. Und ihr könnt mir mal ja sagen, ob euch das interessiert, wie das genau aussehen wird. Da hätte ich noch ein bisschen mehr zu sagen. Da könnte ich dann ein eigenes Video zu machen. Sprossen werde ich halt noch einbauen ein bisschen. Vor allen Dingen sogar eigentlich, weil die günstig sind und ich jetzt eigentlich nicht jeden Tag jetzt wieder dauerhaft den Fokus auf Entgiftung legen will, sondern wirklich auf Aufbau und dass ich halt über den Sport entgifte, dass ich halt wirklich, hatte ich ja schon mal erzählt, so viel genug esse. Das ist ein komischer Satz, irgendwie so viel genug esse, dass die Rückvergiftung so weit eingeschränkt ist, dass ich halt wirklich mich sehr wohl fühle, sehr energetisch fühle und dann zum Sport gehe sozusagen und beim Sport dann halt richtig, ja, dass ich halt viel mehr Sport machen kann insgesamt und dann über den Sport entgifte, aber wahrscheinlich auch weiter abnehme. Aber trotzdem habe ich halt wirklich das Gefühl, dass einige Gifte bleiben werden, egal wie sehr ich an Fett reduziere. Also es ist halt nicht, ist halt in fast keiner Weise gekoppelt miteinander, außer dass ich den Fettverlust auch als eine Art von Entgiftung ansehe, weil das halt unnützes Gewebe ist, was den Körper belastet ab einem gewissen Grad. Also unter 10% Körperfett oder um die 10%, ein bisschen unter 10% finde ich für männliche Wesen am gesündesten. Aber
einige Giftstoffe werden dadurch nicht rauskommen und werden dann auch mit weiterem Sport und weiterer Fastenkur nicht auskommen. Und irgendwann geht's dann wirklich ins Hungern, wenn ich das weiter treiben würde, wenn ich halt nicht auf Lichtnahrung umswitchen würde. Genau darauf wollte ich hinaus. Sorry, dass ich so lange dafür gebraucht habe, um das selber zu checken. Wenn ich halt dann ab einem gewissen Punkt nicht umswitche, sozusagen weiter auf Abnahmemodus bin, wo es langsam halt wirklich einen Punkt erreicht ist, wo es ungesund werden könnte, dann werde ich damit wirklich hungern und nichts erreichen, keine weiteren Fortschritte erreichen. Aber wenn ich umswitche, dann bleibt mal halt wirklich die Sache, ich switche um auf Lichtnahrung, dann kann ich aber nicht weiter entgiften. Das heißt, was soll ich machen? Ich kann nicht ich kann auf der einen Seite nicht weiterhin so wenig essen, ohne umzuswitchen, weil es dann wirklich dann ungesund wird. Und umzwitchen kann ich aber auch nicht, weil ich dann nicht weiter entgiften würde und das dann sehr suboptimal wäre, wie ich es beschrieben habe. Also muss ich jetzt auf andere Art entgiften, weil es halt so nicht mehr, weil ich so halt nicht weiterkomme. Weil ich das halt, das Ganze jetzt wirklich sehr schnell gemacht habe, wo viele andere Leute jahrelang für brauchen. Also ich kann es nur nochmal betonen, ich habe eine Saftfastenkur innerhalb von 2 Wochen schon 15 Kilo abgenommen. In der ersten Woche nicht viel, zwischendurch habe ich nochmal was gegessen, wo ich dann wieder ein bisschen allein von dem Gewicht, was im Darm war, sozusagen zugenommen, und dann habe ich aber eine Woche insgesamt wieder nicht abgenommen, weil ich mehr gegessen hatte bei der Saftfastenkur oder mehr zu mir genommen hatte, mehr Säfte getrunken hatte. Also deswegen habe ich wirklich in den mittleren 2 Wochen 15 Kilo abgenommen. Und das ist halt wirklich krass schnell. Und ich mache das jetzt ja insgesamt auch erst 3 Monate, den ganzen rohveganen Reinigungsweg. Für mich gibt es halt mittlerweile nur noch Reinigungswege. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Und keine Ernährungswege mehr. Umswitchen auf Lichtnahrung ist halt auch so ein Begriff eigentlich. Also wir laufen halt sozusagen alle darauf. Aber ja, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, glaube ich. Also ich habe das starke Gefühl, dass es halt wirklich doch den grobstofflichen Stoffwechsel gibt. Und wir, also die meisten zu ca. 20 bis 30% durch Licht ernährt werden. Andere sagen auch, seit 1989 ist die Erdschwingung erst so hoch, dass wir einen Zugriff darauf haben, auf die Information im morphogenetischen Feld. Und ab 89 auch circa die meisten Indigo-Kinder geboren wurden. Ja, also wir laufen immer auf Lichtnahrung halt, aber meiner Meinung nach gibt es auch einen grobstofflichen Stoffwechsel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf ich jetzt damit hinaus wollte. Mist, wir haben schon so spät. Heute mache ich die Nacht mal durch, weil ich habe jetzt ja meine Disziplin die ganze Zeit fürs Fasten und so weiter aufgewendet und hat dann wirklich nicht mehr viel Nerv, Disziplin auch noch für andere Sachen aufzunehmen. Jetzt, das will ich auch, damit will ich auch meine Aufbauphase nutzen, dass ich jetzt halt wirklich mal auch dann wieder Disziplin und Zeit in andere Sachen investiere. Das ist bitter nötig. Und zum Beispiel mein Schlafrhythmus. Also wir haben jetzt wirklich 4 Uhr morgens und ich schlafe immer noch nicht. Deswegen würde ich diese Nacht durchmachen. Oder sowieso wahrscheinlich zwischen 8 bis 12 Uhr eine Orkoslieferung kommt. Ja, nach ungefähr 4 Wochen habe ich jetzt nochmal bestellt. Ich werde wohl, wenn Geld da ist, einmal im Monat bestellen. Jetzt habe ich wirklich gar kein Geld mehr. Und ja, ich habe so gemerkt, dass ich sogar noch Schulden hatte, habe ich es im Nachhinein gemerkt. Und jetzt wirklich nur noch wieder 25 Euro auf dem Konto habe. Und ich habe noch 40 Euro Schulden. Und noch, da habe ich noch 22, weil das rückgebucht wurde. Ich habe, glaube ich, 80 Euro Schulden insgesamt. Und 25 Euro habe ich. Also ich habe jetzt ein bisschen Schulden. Und einen Monat lang zusätzlich gar kein Geld. Da weiß ich noch nicht, wie ich mich ernähren werde.
Ich hatte jetzt trotzdem die Orkus-Lieferung einmal gemacht, ist mir scheißegal. Brauch kein Geld. Ich werde wahrscheinlich dann überwiegend Sprossen essen. Und ja, schon mal Sachen verkaufen, aber das dauert dann auch 1, 2, 3 Wochen, bis sie verkauft sind. Insgesamt. Aber ich mache mir so keine Sorgen mehr, so aus die Existenzängste kenne ich nicht mehr. Gibt mal Wege. Das wäre aber auch ein anderes Video. Vielleicht sollte ich da auch mal ein Video zu machen. Interessiert euch das? Weil die meisten haben, glaube ich, Existenzängste. Das könnte was Interessantes werden. Was wollte ich jetzt überhaupt noch sagen? Genau, andere Wege zur Entgiftung. Dadurch bin ich halt durch auf diese Basenbäder gekommen und werde die ausprobieren. Ich habe halt das Ganze, bin ich halt wirklich richtig schnell angegangen, also zu schnell, ich weiß nicht, ob es einen zu schnell gibt. Es gibt auf jeden Fall bestimmt zu schnell, aber ich fand es jetzt nicht unbedingt zu schnell. Auf jeden Fall bin ich jetzt da schon richtig diszipliniert bis zu dem Endpunkt sozusagen durchgerusht mit der Entgiftung in Bezug auf Fettreduktion und auch so Entgiftung. Und komme da jetzt halt nicht mehr weiter, hab da jetzt die Grenze sozusagen erreicht. Oder fast erreicht. Und um weiterzukommen, muss ich halt jetzt mich auf andere Sachen fokussieren entweder. Oder halt andere Strategien suchen und anwenden. Deswegen versuche ich jetzt die Basenbäder. Das wird dann ein paar Monate dauern und vielleicht bin ich dann schon in Anführungszeichen komplett entgiftet. Komplett entgiften kann man in dieser Welt nicht, wenn man täglich neu vergiftet wird. Allein der Staub in meinem Zimmer oder die Autoabgase natürlich, allgemein verpestete Luft, dann auch Wasser und die verpesteten Böden, wenn man auch zum Beispiel an Chemtrails glaubt, sind die Böden auch alle verseucht und damit auch Bio-Lebensmittel, wonach es keine echten Bio-Lebensmittel mehr gibt. Die Erde sowieso total ausgelaugt ist in den letzten 50 Jahren und der Nährstoffgehalt total gesunken ist. Was aber laut meiner zu viel Mikronährstofftheorie aber gar nicht mal das Schlechteste wäre. Deswegen kann man nie komplett entgiften, außer man lebt in der Höhle irgendwo und macht da seine Lichtnahrung irgendwie. Deswegen, das ist halt auch ein Grund, warum ich umziehen will, aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob der Osten da in Bezug auf die Luftqualität so gut ist, wie den ganzen Industrien, die da auch früher ohne Filter benutzt wurden und so weiter. Da muss ich mich nochmal informieren, genau, auch wie es mit dem Boden ist, wegen Tschernobyl auch und so weiter. Ansonsten käme sowas wie Baden-Württemberg in Frage. Oder vielleicht Norddeutschland, ich weiß es nicht. In Norddeutschland sind auch die Mieten recht günstig. Also was ich da vorhabe insgesamt, ist mit anderen Leuten zusammen. Mittelfristig, also kurzfristig werde ich wahrscheinlich erstmal eine Wohnung, Schrägstrich, WG, Schrägstrich, Schrebergarten als Wohnsitz verwenden, als Dach über dem Kopf verwenden. Und dann mittelfristig in einen Hof pachten und dann eine Selbstversorgung starten. Also kaufen wäre eigentlich noch nicht mal nötig, finde ich. Also ich habe zumindest kein Geld fürs Kaufen. Wenn jemand anders dann das kaufen will, ist das kein Problem. Dann sage ich mal so. Aber das muss man noch gucken. Also es kann, es braucht halt auf jeden Fall so eine Zeit, weil es wichtig ist, dass die Leute auch wirklich zueinander passen und was Langfristiges auch starten wollen. Obwohl natürlich auch immer Leute dazukommen können und Leute auch wieder weggehen können. Auf jeden Fall ist das so ein Traum eigentlich schon. Und mit Mitte 20 seinen Traum zu erfüllen, ist natürlich schon genial. Aber ich habe davor, mit gleicher Geschwindigkeit weiter voranzugehen, weil ich noch einiges bewegen will. Aber das wäre auch ein ganz anderes Thema wieder. Wir sind schon bei über 20 Minuten. Ja, die Basenbäder werde ich bald ausprobieren. Einmal werde ich das, also es soll effektiver sein in abnehmender Mond, ich weiß nicht mehr genau, weil dann irgendwie die Energien besser sind, dass etwas herausgetragen wird. Und momentan sind wir nicht in dieser Phase, deswegen werde ich in dieser Phase jetzt noch so eine Basenkur von 5 bis 6 Stunden versuchen. Für den Anfang am besten erstmal 5, man soll sich ja immer langsam steigern.
und werde dann aber in der anderen Phase das gleiche wiederholen und gucken, ob sich da wirklich ein Unterschied zeigt. Mit gleicher Dauer werde ich das dann machen. Weil es wäre ja dann wirklich mal, weil es würde mich wirklich interessieren, ob das wirklich so ist. Das wird dann auch Hinweise liefern, dass allgemein solche Sachen kein Schwachsinn sind und nicht nur diese spezielle Sache. Deswegen interessiert mich sowas. Möchte natürlich berichten. Ja, und das wird dann halt mehrere Monate dauern. Insgesamt, das hatte ich ja im Baden-Video erklärt. Und dann könnte ich sozusagen fast komplett entgiftet sein, also in einem Status, wo ich, wie ich hier noch lebe, sozusagen maximal entgiften kann. Und dann könnte ich im Prinzip so schon switchen. Oder ich mache den Schritt zum Frutaria. Das ist auch wirklich das nächste, was ich vorhabe, baldmöglichst. Momentan merke ich auf jeden Fall noch, dass ich die ganzen Mineralstoffe brauche für die Entgiftung. Und deswegen halt Grünzeug. Und dass das auch Grünzeug auch gut ist, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren, was Algen auch ganz gut können und Sprossen ganz gut können. Aber wenn ich dann halt wirklich zu einem Frutarier werde, der wenig isst und dann im Idealfall auch nur noch einmal am Tag und halt wirklich langsam und genussvoll isst, dann dürfte das mit dem Blutzuckerspiegel nicht mehr so ein Problem sein. Und wenn ich dann halt Säfte trinke, dass ich die dann mit Wasser verdünne und dann auch mir 30 bis 45 Minuten für so einen Liter oder halben Liter Saft Zeit lasse, dann dürfte das alles kein Problem sein mit dem Blutzuckerspiegel. Sollte man dann aber wirklich ziemlich gereinigt für sein. Deswegen sehen Frutarier auch oft ziemlich ungesund aus, weil die auch wirklich keine Ahnung davon haben, wie das halt gesundheitlich nacheinander geordnet sozusagen abzulaufen hat. Also es gibt halt da wirklich einige Regeln, die man wissen sollte. Zum Beispiel, dass man halt sehr entgiftet sein soll, damit man halt nicht auf diese Mineralstoffe zurückgreift und man zurückgreifen muss, der Körper nicht darauf zurückgreifen muss und der Körper dadurch nicht nur noch mehr übersäuert ist. Das ist nämlich, warum dann viele dann kränklich aussehen als Frutarier, weil die halt noch sehr viele Schlacken haben, die eigentlich, für die eigentlich 5 bis 15 Jahre Entgiftungszeit brauchen und dann halt noch säurer werden die ganze Zeit, weil Obst zwar basisch wirkt, besonders aber wenn es unreif ist oder unreif gepflückt wird, leicht säuerlich wirkt und zusätzlich bei der ständigen Rückvergiftung, weil Obst halt reinigend wirkt oder die Rückvergiftung nicht reinigend, das vielleicht auch, aber die Rückvergiftung halt noch stärker antreibt, dass dann keine Neutralisation für die sauer wirkenden Giftstoffe, die im Blutkreislauf zurückkommen, vorhanden sind, was dann hauptsächlich über Gemüse bezogen wird. Und wenn man dann halt ziemlich gereinigt wird, hat man sich so sozusagen in die nächste Stufe entwickelt, evolviert, und das ist dann halt der Frutarier. Da braucht man dann das nicht mehr. Auf so einem Zwischenweg bin ich dann halt gerade und ich will halt möglichst schnell mich weiterentwickeln, aber trotzdem halt, wie gesagt, das geordnet durchführen und richtig durchführen, damit es auch dann hält. Das macht ja sonst keinen Sinn und wäre sonst nur Zeitverschwendung und Zeitverschwendung hasse ich. Wie gesagt, will ich schnell vorankommen, aber gleichzeitig sicher, weil sonst komme ich auf lange Sicht gesehen nicht schnell voran, logisch gesehen. Und danach ist dann halt der Schritt Liquidaria, dass ich halt nur noch Säfte trinke. Da könnte ich theoretisch wieder Gemüsesäfte trinken, aber werde ich dann nicht machen, weil ich die halt nicht brauche und das dann nur eine zusätzliche Belastung für den Körper darstellen würde. Aber jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich auch noch manchmal zurückfalle. Also nach dem Fasten, nach dem ersten Fasten habe ich ja schon erzählt, hatte ich dann so eine kleine Essattacke mit 2000 Kalorien am Tag. Also doppelt so viel, wie ich davor konsumiert hatte. Oder dreimal so viel, aber halt nicht wirklich übelst viel. Und heute hatte ich dann halt wieder so einen Tag. Da habe ich jetzt auch 2000 Kalorien gegessen. Ja, das beobachte ich, aber das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Das waren aber leider halt Zuckererbsen,
zwei Handvoll Nüsse und Samen gemischt. Also 90 Gramm Fettsäure insgesamt. Und was war das noch? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das nicht ganz optimal. Ah, genau, getrocknete Tomaten, die aber ziemlich salzig waren. Und das hat mich dann auch heute den ganzen Tag fertig gemacht. Und mittlerweile geht es eigentlich wieder ganz okay. Ich habe auch nicht so krasse Augenringe. Nur so ein bisschen. Ja. Und genau, weil ich dann halt manchmal noch so ein bisschen zurückfalle, ist es so, dass ich momentan auch wirklich halt die Priorität, prioritiert habe, weiter vegan zu werden, zu bleiben. Und werde mir dann manchmal wirklich selten, aber manchmal halt trotzdem was gönnen, wie eine Avocado oder so, obwohl das Fett eigentlich relativ unnütz ist. Einfach weil ich manchmal halt wirklich den starken Drang habe, mich zu erden. Allein wenn man halt mal Stress, viel Stress hat oder so, oder irgendwelche starken Probleme, die man bewältigen muss, die man überwinden muss, oder wie ich es eigentlich hatte, daher kam eigentlich der Fressanfall. Durch das Fasten habe ich mich wieder mit dem gleichzeitigen Leistungssport habe ich mich in Höhen katapultiert, für die ich auf Dauer noch nicht bereit bin. Das sage ich mal ganz ehrlich, sage ich mal so. Das waren, ja, man ist einfach, ich habe mich von so viel gelöst in kurzer Zeit, dass das Gefühl des Unwohlseins einfach zu groß wurde. Also man hat sich gefühlt wie eine Feder, einfach nur wie ein Blatt Papier die ganze Zeit, ohne jetzt irgendwo einen Erdungspunkt zu haben. Und das ist schon halt eine krasse Umstellung. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das nicht auf Dauer schaffe. Aber habe ich nicht geschafft, das auf Dauer durchzuhalten. Da brauche ich noch manchmal so ein paar Erdungspunkte, weil ich halt auch keine psychische Übermaschine bin, sage ich mal so. Also es kann halt eine Zeit lang funktionieren, aber im Endeffekt ist das langfristig gesehen schon eine längere Meditation, die man, also es ist halt rein psychisch, sage ich mal so. Rein psychische Angelegenheiten, da werde ich mir manchmal halt noch eine Avocado gönnen. Ist halt zumindest auch eine Frucht. Das könnte ich dann auch als Frutarier theoretisch machen. Aber ich würde mir noch sowas gönnen wie aus Avocado, Banane und Karapulver einfach so ein Schokopudding. Das sind drei verschiedene Früchte. Das sind sogar Frutaria-Pudding. Das ist eigentlich nicht das Schlimmste. Ja, sowas werde ich mir zur Not dann halt gönnen. Ist halt besser, wenn ich in noch unreinere Rohkost zurückfall, wie zum Beispiel Rohkostbrote oder so, stark mit Nüssen und Sprossen oder weiß ich, oder mit sehr, sehr viel Fett und so weiter. Da will ich selten bis gar nicht hin, höchstens mal als wirkliche Ausnahme, so als sozialer Faktor zu Weihnachten zum Beispiel, oder wenn man irgendwo zu Besuch ist, wo es Rohkost gibt. Da habe ich dann we sicher weniger Probleme, außer wenn ich gerade einen strikten Trainingsplan oder sowas habe. Was ich momentan nicht habe, weil ich auf die Entgiftung mich spezialisiere momentan und nicht auf irgendein krasses Training oder ein krasses Ziel, sportliches. Das kommt dann erst leider danach. Hat halt alles seine Zeit, beziehungsweise braucht alles seine Zeit. Ich könnte ewig reden eigentlich. Es ist so. Wo war ich denn? Genau, aber ich will jetzt eigentlich den Schritt gehen zum Frutaria. Dann halt erstmal die Entgiftung, da würde ich jetzt gucken. Und dann freue ich mich eigentlich schon. Dann brauche ich nämlich nicht so etliche Jahre zum Entgiften, bla bla bla. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob bisher jetzt schon überhaupt irgendjemand den Weg so konsequent gegangen ist. Also gedacht haben viele den Weg schon. Aber viele haben jetzt nicht so die überkrasse Motivation wie ich jetzt,
das zu machen, aber ich will das halt machen, weil irgendjemand muss das ja mal machen. Irgendjemand muss den Weg gehen und dann zeigen können, dass das möglich ist und zeigen können allgemein, was alles möglich ist, und zwar alles. Und für die Leute, die es nicht glauben, die können das dann halt ja weiterverfolgen oder sehen das dann nochmal irgendwann per Zufall oder so. Das wird wenige Jahre jetzt noch dauern, aber ich werde jetzt keine 20, 30 Jahre brauchen, wie andere brauchen werden, weil ich halt wirklich so motiviert bin, dass ich dann auch die ganzen Wege ausgrabe, die dazu nötig sind, die dann nämlich wären, keine weitere Vergiftung durch Kochkost oder andere Stoffe in der Region ziehen, wo die Umweltbelastung allgemein ziemlich niedrig ist und auch die Stressbelastung. Basenbäder regelmäßig über Monate, ein halbes Jahr wahrscheinlich durchführen. Aber ich habe jetzt nur noch zwei Monate lang eine Badewanne. Da muss ich mich spurten. Dann Leistungssport weiterhin und gelegentliche Fastenkuren. Auch mal ein Wasserfasten. Wasserfasten, ne, da erzähle ich jetzt nicht drüber, weil wir schon bei über 30 Minuten sind. Ja, so wird der Weg aussehen. Das dauert noch circa ein, zwei Jährchen, bis das komplett durch ist. Ich gehe jetzt gerade selber im Kopf nochmal durch. Jetzt ist weiterhin Aufbauphase mit Rohkost, gemüsereich, ballaststoffreich, mineralreich. Aber nicht zu übertrieben. Jeden Tag halt eine Handvoll Wildkräuter, aber nicht mehr. In Smoothie. Dann diese Basenbäder durchführen. Weiterhin über Leistungssport und Ernährung mit wenig Essen entgiften. Mit den Basenbädern. Aber da ich dann noch auf grobstofflichen Stoffwechsel bin, zu einem gewissen Anteil, ist nicht großen, aber schon ordentlichen Anteil. Ich glaube, momentan bin ich so, ich weiß nicht, also wenn ich wenig esse, bin ich so circa auf, ich würde schätzen, lass ich mal kurz überlegen, 70% oder, ja, 70% Lichtnahrung ungefähr. Vielleicht 66%, also zwei Drittel. Deswegen kann ich auch den ganzen Sport nur aufrechterhalten. Das habe ich gemerkt, wenn ich umswitche auf den Grobstoffwechsel, dann habe ich die ganze Zeit auch Hunger. Wirklich die ganze Zeit den richtigen Heißhunger. Und wenn ich mir das dann auch visualisiere, wie ich jogge, dann merke ich sofort, bei dem Bild ergibt sich das, dass ich mich nur voranschleppen würde, müde werde und mich nicht bewegen könnte. Deswegen ist das halt so eine Meditation, weil ich mir dann halt stattdessen dann vorstelle, nee, ich habe die Energie, ich schaffe das, ich kann das. Damit öffne ich mich dann für die Lichtnahrung und ja, ich kann das nicht richtig mit Worten erklären. Das funktioniert einfach nicht, weil das eine Erfahrung ist, die man nicht mit Worten erklären kann. Das ist das Problem leider. Aber ich versuch's mal, ich fühle mich dann. Also ich löse mich wirklich von diesem Stoffwechsel. Ich überwinde das sozusagen, bevor ich loslaufe. Und fühle mich dann auch total leicht. Und fühle mich auch so, dass ich dann wirklich keine Kohlenhydrate oder sowas, dass ich die nicht groß verbrauche. Dass ich irgendwie an die Unendlichkeit angeschlossen bin, sozusagen, die Energie daher hole. Das Universum ist halt unendlich und irgendwo kriegt's auch seine Energie her. Und wo soll die herkommen? Aus dem Unendlichen. Daher kriegen wir auch unsere Energie, weil wir Teil des Universums sind. Eigentlich logisch und total einfach, oder nicht? Um mal innerhalb von ein paar Sekunden das Weltbild von 99% der Menschen über den Haufen zu werfen, beziehungsweise zu versuchen, werde ich natürlich nicht schaffen. Aber das ist halt meine Erfahrung so. Also es ist halt für die Leute, die das halt wirklich ernsthaft interessiert, für die Skeptiker, die können das natürlich gerne disliken oder so. Das ist mir jetzt relativ egal, sag ich mal so. Weil, ja, ich mache halt Videos mit einem bestimmten Ziel und das will ich dann halt nicht davon abbringen. Ist ja wohl klar.
Ich habe so viel Gedanken im Kopf. Sorry, das hat so lange gedauert. Aber die, die sich wirklich für interessieren, die werden das dann auch anschauen, denke ich mal. Ja, so ist das mit dem Laufen und der Lichtnahrung. Und das passiert dann halt, das passiert schon sehr lange jetzt automatisch, deswegen habe ich da auch immer total Energie, weil ich mich von diesen ganzen alten Sachen lösen kann. Deswegen hat mich dieses High Carb auch so gequält, weil ich eigentlich schon intuitiv und unterbewusst in diesem Zustand war und dem Loslösen war, aber das High Carb darauf ausgerichtet ist, auf die Masse der Menschen, die halt nicht da drin sind und auf den Grobstoffwechsel funktionieren und dann natürlich auch mehr Kohlenhydrate brauchen und so weiter, weil ihr Stoffwechsel so funktioniert. Da gibt es, wie gesagt, eine andere Meinung, die sagt, das wäre nie darauf funktionieren und so weiter, aber das ist wirklich so der einzige Punkt, wo ich selber nicht weiß, ob das wirklich so ist, dass man einfach nur vom grobstoffwechsellichen zum Feinstoffwechsel switcht mit halt Bewusstseinserweiterung, Meditation oder ob man niemals Kohlenhydrate für die Energieverbrennung verwendet. Also gibt es halt Lektüre mit beiden Theorien. Also ich bin der Meinung, dass es halt diesen grobstofflichen Stoffwechsel gibt und dass man ihn überwinden kann. Und dass sehr viele, besonders die Indigo-Kinder, das merke ich auch immer wieder bei anderen, dass sie das auch schon im Bauplan drin haben und unterbewusst durchführen und auch automatisch entweder weniger essen oder sowas wie Bulimie entwickeln. Da würde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich hatte halt auch mal so ein bisschen ein paar Monate bulimische Züge, wo ich kein Essen drin behalten könnte, weil sich das eben belastend anfühlte, falsch anfühlte. Ich war währenddessen nicht krank oder so, aber ich hatte das Gefühl, die ganze Nahrung ist einfach nur Schrott und hat keinen Nährwert. Und Nahrung allgemein belastet mich, deswegen habe ich halt auch immer ausgekotzt. Aber ohne den Finger im Hals, das kam einfach so raus, weil es so unangenehm war. Und ich glaube mittlerweile, dass das bei vielen auch so ist, besonders bei Indigo-Kindern, weil die halt intuitiv wissen, dass es denen besser geht, wenn die weniger essen, weil die halt mehr schon auf Lichtnahrung funktionieren. Weil das in der DNA mit eingebaut ist. Und dann ist es so. Wo wollte ich denn jetzt nochmal genau anknüpfen? Schwierig, wenn ich immer so weit aushole und dann drüber erzähle und erkläre. Ja. Dann, also ganz letztendlich wollte ich auf den Punkt zurückkommen, dass ich dann nach diesen 1 bis 2 Jahren, wo ich jetzt dann noch diese Entgiftung und ja, Entgiftung, den Entgiftungsweg gehe und den Reinigungsweg. Das ist ja jetzt wirklich dann noch circa 3 bis 4 Monate jetzt das Rohvegane mache. Und dann auf, ja, durch diese Basenbäder und die ich aber wirklich noch ausprobieren muss, aber jetzt eigentlich schon davon überzeugt bin. Und die rohvegane Ernährung plus Leistungssport durch Fastenkuren. Also ich werde in der Zeit auf jeden Fall noch 2 Fastenkuren machen, circa. Also ich werde wahrscheinlich einen Saftfasten machen und einen Wasserfasten. Da habe ich auf beides nämlich am meisten Bock drauf einfach. Aber es könnte auch sein, dass ich das Saftfasten mit dem Wasserfasten kombiniere. Dass ich halt erst was Saftfasten mache. Und dann weitergehe ins Wasserfasten und das 2-mal mache. Ich denke mal, so wird das aussehen, weil es immer ganz sinnvoll ist, vor dem Wasserfasten Saftfasten zu machen, damit der Übergang einfach seichter ist insgesamt. Wenn man schon mal die ersten paar Tage übersteht, wo man umstellt auf einen anderen Stoffwechsel, auf Fettstoffwechsel oder halt Lichtstoffwechsel. Viel Fett werde ich dann ja dann schon nicht mehr haben. Also 2 Fastenkuren werde ich noch machen in den 4 Monaten.
die rohvegane Ernährung mit wenig Essen weiterführen, die Basen wieder machen. Also ich will das halt jetzt ganz genau beschreiben und abklären, abwickeln, irgendwie erklären. Und nach den 4 Monaten, vielleicht sind es auch 6 Monate, wahrscheinlich sind es eher 6, sagen wir einfach mal sicherheitshalber ein halbes Jahr, und dann werde ich auf Frutarier. Also genau, ich würde dann halt, weil ich, die 6 Monate würde ich auch noch machen, um halt noch mögliche psychische Stabilität zu erlangen, dass ich dann halt noch irgendwie in der Rohkost mit ein paar Sachen sozusagen die Psyche lindere und befriedige, in Anführungszeichen. Davon will ich mich aber baldmöglichst lösen, bin da aber ein bisschen realistisch, dass ich weiß, dass das nicht auf Anhieb funktioniert. Aber es könnte als Frutarier eigentlich auch gehen. Da mache ich, genau, da mache ich mir eigentlich nicht die meisten Sorgen drum, um dieses Psychische, sondern wirklich um das Entgiften. Und nach diesen 6 Monaten werde ich wahrscheinlich maximal entgiftet sein oder schon zumindest nach meinem Ziel so stark entgiftet sein, also dass auch die tiefer liegenden Schlacken größtenteils weg sind, dass ich halt zum Frutarier umswitchen kann. Das muss ich auch nochmal genau in der Infobox verlinken, diesen Weg, den genauen Weg und warum halt Frutaria bei vielen nicht funktioniert und ungesund ist, hatte ich ja schon erklärt. Ja, das ist aber die nächste Entwicklungsstufe. Und Frutaria, wie lange wird. Also ich könnte aber, weil ich dann halt ja schon fast maximal entgiftet bin, könnte ich auch versuchen, aber da muss ich die Erfahrung wirklich noch konkret erst machen, bevor ich mich entscheide. Könnte ich dann auch so schon vielleicht nach 6 Monaten auf Lichtnahrung umswitchen, das wäre das Allergenialste eigentlich. Aber dann könnte ich früher zeigen, was alles so möglich ist, weil dann habe ich auch noch mehr Energie, noch mehr Kapazität und könnte dann im Sport halt wirklich Ergebnisse erzielen, die andere inspirieren könnten. Ich will zum Beispiel nächstes Jahr auf jeden Fall 33 Minuten auf 10 Kilometer laufen. Jupp. Und übernächstes Jahr dann 30 Minuten. Und 26, 27 Minuten, 28 Minuten ist so die Elite im Laufen, die aber total gedopt ist natürlich und nichts anderes macht und jeden Tag stundenlang läuft und so weiter. Ist so in dem Bereich 27, 28 Minuten, Weltrekord irgendwie 26,5. Ja, dass ich da dann irgendwann in 3 Jahren in der Liga mitspiele, ohne mich zu dopen, aber und trotzdem will ich halt noch im Kraftdreikampf und Powerlifting eventuell einen Weltrekord machen in einer bestimmten Gewichtsklasse. Wahrscheinlich in der 74er Gewichtsklasse auf 66 oder in einem anderen Verband 67,5 wird schwierig. 67,5 wird aber wahrscheinlich noch gehen und da werde ich auch einen Weltrekord schaffen, weil es, ja, der ist dann aber nicht so richtig ernst zu nehmen, weil da nicht so viel Konkurrenz ist einfach. In der Gewichtsklasse sind einfach nicht viele. Aber dann habe ich halt trotzdem schon mal einen Titel, um irgendwie Leute zu inspirieren, sage ich mal so. Und damit kann man schon zumindest zeigen, dass das nicht ganz Quatsch ist, die rohvegane Sache oder Frutaria. Und dann der 74er will ich auf jeden Fall auch einen Weltrekord holen. Das heißt auf jeden Fall. Ich hab's jetzt vor, aber die Wege können sich immer ändern und da muss man dann auch loslassen, wenn man halt wirklich noch einen besseren Weg sieht, einen effizienteren Weg. Ich würde das halt wirklich nur noch machen, um Leute zu inspirieren. Für mich selber brauche ich das eigentlich alles gar nicht mehr. Für mich selber sind körpereigene Übungen eigentlich schon genug mittlerweile und halt ein bisschen laufen. Für meine geistige Entwicklung vielleicht sowas wie Kampfsport, Kung-Fu. Auch nur für die eigene Entwicklung. Auf jeden Fall ist es so, dass wir jetzt schon mal 45 Minuten sind. Sorry, ich muss jetzt alles mal loswerden. Ich habe es so lange in meinem Kopf sozusagen behalten, wie die ganzen Sachen. Ja, nach 6 Monaten circa werde ich entweder versuchen, auf Lichtdarm umzuswitchen, was richtig genial wäre, wie gesagt, wo ich dann richtig was erreichen könnte. Weil langsam muss man was vorangehen. Ich habe auch keinen Bock mehr auf das Leiden der Welt. Deswegen mache ich das eigentlich alles auch. Ich sehe auch gar keinen anderen Sinn in meinem Leben, als irgendwie anderen zu helfen oder die Menschheit mehr aufzuwecken. Jetzt nicht
starks aufzurütteln, sondern halt wirklich durch Inspiration einfach. Ich will mich nicht mit Jesus vergleichen oder so, aber es ist halt schon sozusagen, wäre das schon ein Vorbild, wie er es halt gemacht hat, wie er Leute inspiriert hat. Halt auf liebevolle und sanfte Art, sag ich mal so. Auf neutrale Art kann man auch sagen. Ich will auch keinen erhobenen Zeigefinger oder sowas benutzen. Das ist auf jeden Fall mein Weg. Einen anderen Sinn sehe ich auch in meinem Leben nicht. Ehrlich gesagt. Also mir würde alles andere auf Dauer keine Erfüllung geben, sag ich mal so. Also mein Weg und meine Erfüllung ist halt Menschen zu helfen. Und Lebewesen zu helfen, natürlich auch. Tieren, so wie auch Pflanzen, indem man die Natur mal wieder aufforstet langsam. Die Erde, von der wir ein Teil sind, was schwer zu verstehen ist, dass wir wirklich ein Teil der Natur sind, dass wir die Natur sind, sozusagen. Zumindest halt ein Teil davon. Und wir uns damit eigentlich selber zerstören, indem wir die Erde zerstören. Wir nehmen uns jegliche Grundlage und vergiften uns selber dadurch, dass wir Umwelt vergiften. Das ist das Problem dabei. So ungefähr das größte Problem der gesamten Menschheit momentan. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und deswegen wäre das relativ geil. Ich mag das Wort geil mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so. Ich weiß nicht warum. Ist mir auch aufgefallen bei der Entgiftung. Es wäre auf jeden Fall ziemlich schön, wenn das dann halt wirklich darum haben, ja klappen würde. Aber wenn nicht, wäre jetzt auch kein Weltuntergang. Hoffe ich zumindest. Weil da habe ich auch keinen Bock drauf. Genauso wenig wie auf den Krieg und so weiter. Aber auch in sowas denke ich gar nicht, weil solchen negativen Gedanken widme ich gar keine Aufmerksamkeit. Weil dadurch wird es ja wahrscheinlicher, dass es dann kommt, wenn ich ihm Aufmerksamkeit gebe. Also gebe ich den sinnvolleren Dingen Aufmerksamkeit. Den positiven Dingen. Sagen wir mal so. Ja, und nach einem halben Jahr, wenn es halt nicht mehr richtig lang klappen sollte, warum auch immer, werde ich dann halt Frutarier. Habe ich ja erklärt, warum das in dem Moment dann sein kann. Und dann, wenn das halt nicht klappen würde mit der Lichtnahrung, wahrscheinlich dann halt nur aus psychischen Gründen, weil ich körperlich dann ja eigentlich sozusagen vorbereitet bin, wird man sozusagen eine psychische Schonfrist geben durch Frutarier, worauf ich so richtig Bock habe. Weil das so schön simpel ist einfach und die Früchte so lecker sind. Das ist mein Lieblingslebensmittel. Früchte sind einfach so geil, sind einfach göttlich im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt nichts Schöneres. Aber es wäre dann im Endeffekt wieder so eine Sucht. Ja, vielleicht ist das Paradies wirklich abhanden gekommen, weil irgendwann die Frucht im übertragenen Sinne als Essen darstellen, also das Essen darstellen würde, dass wir einfach uns verführt gesehen haben vom Essen. Das ist eine richtig krass interessante Sicht mittlerweile als jemand, der davon überzeugt ist, dass Essen allgemein nur eine Sucht ist. Dass das, was in der Bibel steht, wirklich wahr sein könnte. Also ich habe jetzt richtig so langsam Bock zum ersten Mal im Leben, die Bibel zu lesen. Dass da vielleicht wirklich was drin steht, nur ist das, was halt wahr ist, nur dass einfach niemand versteht, weil niemand oder fast niemand so weit vorgedrungen ist in dem Wissen, was eigentlich wahr ist, oder ja, ich halte es für wahr, ich behaupte auch, dass es wahr ist, sag ich mal so, aber eigentlich will ich mit Behauptung zurückhalten. Weil das immer so anmaßend wirkt und das will ich nicht wirken. Ich will es nicht als Wahrheit darstellen, obwohl ich es eigentlich weiß, dass es ist. Ach, deswegen will ich das ja auch beweisen oder weiß es auch schon wieder so ein Wort. Ich will eigentlich nur inspirieren. Ja, und danach dann, nach circa einem halben Jahr oder einem Jahr, Frutaria, dann Liquidaria, und das ist eigentlich auch erstmal so das Ziel, weil halt immer Neuvergiftungen hinzukommen und man als Lichtnahrungstyp nicht mehr so entgiften kann und sich das dann alles im physischen Körper ansammeln würde und dann immer schwerer macht, auf Lichtnahrung zu bleiben. Deswegen würde ich dann halt die Entgiftung unterstützen mit Flüssigkeiten, auch zum Beispiel Zitronen, also Wasser mit Zitronensaft ein bisschen.
und halt Wasser konsumieren und so weiter. Also es geht bei Lichtnahrung keinesfalls darum, nie wieder irgendwas zu konsumieren, sondern einfach sich zu reinigen und mehr auf die höheren Energien oder sich von den höheren Energien zu nähern. Und das ist zum Beispiel Leidenschaft und Liebe. Sich von sowas zu nähern. Man kann dabei auch noch essen, das ist kein Problem. Nur ich habe da jetzt einen spezielleren Weg, den ich für mich entschieden habe, weil das mit mir total resoniert. Weil ich da halt wirklich was bewegen will. Ich will auch nicht zu so viel drüber reden, weil man eigentlich eher machen sollte. Aber ich will jetzt mit dem Video trotzdem an andere Leute, die sich dafür interessieren, halt ja irgendwie ja, ein paar Informationen dazu geben, wie das aussehen könnte. Und ja, wenn ich dann halt das Ziel Liquidarius erreicht habe, werde ich dann da auf Lichtnahrung komplett switchen. Und dann halt manchmal diese schon feinstoffliche Nahrung, kann man sagen, so verdünnte Obstsäfte ist für mich schon ziemlich feinstofflich. Darauf dann ab und zu zurückzugreifen. Und ja, dann hätte ich eigentlich schon, hätte ich circa 98% Lichtnahrung. Und 100% sind dann auch egal, also kann ich auch als Liquidarier leben. Das ist dann eigentlich schon Lichtnahrung im Prinzip. Wird dann halt dann nur manchmal so ein paar, nicht Kuren machen, aber so ein paar Phasen machen, wo ich dann auch gar nichts trinke und nichts und ja, irgendwie, wenn man es irgendwie beweisen will oder wenn man Bock drauf hat oder so, was man auch dokumentieren kann. Ja. Das ist das Ziel. Das wird dann halt wirklich so wenige Jahre jetzt noch dauern. Das wollte ich damit eigentlich nur gesagt haben. Und ich werde auch in einem E-Book oder vielleicht auch später im richtigen Buch. Aber nee, das ist ja dann abholzen wieder. Ich werde auf jeden Fall in einem E-Book das dann den genauen Weg beschreiben, wie das so ist mit der Entgiftung. Weil es gibt sehr viele Informationen dazu, Einzelinformationen, aber die wurden nicht in ihrer Komplettität, keine Ahnung, in ihrer Gänze zusammengetragen in einem Werk. Das ist so die Sache. Also Arnold Ehret hat sehr viel beschrieben, aber der hat nichts über Basenbäder beschrieben. Und ich will halt wirklich den effizientesten Weg beschreiben, der gleichzeitig ein Weg ist, der auch dauerhaft funktionieren kann und wirklich die komplette Entgiftung des Körpers mit beansprucht oder mit einbezieht. Und zwar wirklich die effizienteste Geschichte, nicht so 15 bis 20 bis 30 Jahre lang entgiften, sondern sagen wir mal wenige Jahre. Und im Prinzip geht das sogar je nach Ausgangssituation in einem halben Jahr. Jupp, mit den Basenbädern besonders. Wenn ich die halt wirklich auch bis zum Ende durchgeführt habe, werde ich erst mit dem Buch anfangen. Ich muss halt selber erst noch Erfahrungen machen. Ist ja ganz klar. Ich muss das halt wissen, dass das funktioniert, sonst schreibe ich nichts drüber. Im Gegensatz zu meinem High-Cap-E-Book teilweise. Deswegen verbreite ich das auch nicht mehr. Ja, ist ein anderes Thema, aber da sind einige Sachen werden dazu überarbeiten. Ja, so ein Buch gibt es halt noch nicht, so ein E-Book, das werde ich dann auch wieder kostenlos gegen eine Spende anbieten. Ich will dann, ja, weil das, weiß nicht, das ist einfach mein Style, sag ich mal so. Das finde ich eigentlich am coolsten. Und ja, ich werde da eine Kurzfassung, eine Kurzübersicht, Kurzform einerseits anbieten, aber dann auch eine längere Form, wie man das einfach für sich gestalten kann, ohne dass das einen anstrengt oder sehr anstrengt und so weiter. Also was Umfangreicheres darüber erzählen und schreiben. Natürlich auch weiterhin über YouTube erzählen, natürlich auch alles kostenlos. Das ist ja wohl sowas von logisch, zumindest in meinen Augen.
Ja, und jetzt sind wir aber fast eine Stunde angekommen und viel mehr habe ich denn jetzt auch gar nicht mehr zu erzählen. Endlich. Müsst ihr denken. Ja, eine Sache noch, also es ist halt wirklich so, dass man das richtig ordentlich durchführen sollte, damit das was auf lange Sicht bestehen kann insgesamt, dass man wirklich studiert, sich die Sachen durchliest, Wissen sich aneignet. Also ich habe bestimmt 2000, 3000, 4000 Seiten an Wissen mir angeeignet, um darüber komplett Bescheid zu wissen, um mir überhaupt eine Meinung dazu bilden zu können. Und halt auch wirklich Erfahrung und sowas studiert von anderen. Und auch andere Leute allgemein studiert, die diesen Reinigungsweg schon sehr lange gehen, mehrere Jahrzehnte. Und da gibt's halt wirklich keine konkrete Zusammenfassung, was wirklich der beste Weg ist. Also es gibt nicht den besten Weg, aber der effizienteste Weg, sage ich mal so. Der Weg, aber es gibt halt diesen 21-Tage-Lichtdauerungsprozess, aber der bezieht dann die körperliche Entgiftung überhaupt nicht mit ein. Es kann natürlich sein, dass man während der kompletten Lichtdauer auch entgiftet, das weiß ich aber nicht. Also meiner Erfahrung nach entgifte ich dann nicht mehr, weil der grobstoffliche Stoffwechsel dann nicht mehr aktiv ist, sondern nur der feinstoffliche Stoffwechsel. Und wie soll der physische Körper dann Giftstoffe ausleiten, da das ja nur über den groben Stoffwechsel funktioniert? Das ist halt der einzige Grund, warum ich den überhaupt noch aktiv halte und nicht switche. Weil ich das schon mehrmals geswitcht habe und ausprobiert habe. Weil man sonst halt nicht langfristig, oder es wahrscheinlich ist, dass man nicht langfristig drin bleibt. Ja, es ist halt schwieriger dann aufrechtzuerhalten, es soll halt nichts Anstrengendes werden. Es soll halt mit Leichtigkeit geschehen, mit Leichtigkeit aufrechterhalten zu werden. Deswegen auch Liquidaria, weil man ständig neu vergiftet wird. Dann wird es halt immer umso schwieriger, wenn man keine regelmäßigen Reinigungskuren wieder durchführt. Und das ist eigentlich so ein ganz guter Kompromiss, finde ich, das als Liquidarier anzumachen. Und das kann man halt, wie gesagt, in frühestens 6 Monate schon erreichen. Da braucht man keine 20 Jahre Rohkost für machen, meiner Meinung nach. Das werde ich dann halt aber auch selber noch in Erfahrung bringen. Ja, das finde ich sehr spannend, weil es halt wirklich dann kein zusammenfassendes Werk gibt, was alles beschrieben wird, wie man richtig fastet, werde ich dann beschreiben, also auch Wasserfasten mit einbeziehen, was ich halt nur unter Umständen halt wirklich empfehle, dann das Saftfasten, dann auch Fasten mit Essen, Darmreinigung ganz wichtig, Rohkosternährung allgemein, verschiedene Rohkoststufen, über Kochkost werde ich natürlich was erzählen, ich würde eine Übergangskochkost, also eine Übergangskost beschreiben, so ähnlich wie Eretz sie beschrieben hat. Also ich werde viel aus Arnold Eretz Erfahrungen ziehen. Was noch? Ich werde dann über die Basenbäder berichten, ich werde über Sport berichten und auch wirklich Bewegung und Sport. Wie nennt sich das? Da werde ich stark darauf hinweisen, dass das sehr wichtig ist, um auch halt diese Qi-Energie oder Nervenenergie zu generieren. Auf Nervenenergie werde ich eingehen, auf die Lebenskerze werde ich eingehen. Also ich werde da sehr viel schreiben, also viel auch aus Anchos Berichten und Artikeln, die er auch gesammelt hat. Was Fasten allgemein werde ich noch Informationen geben. Und ich will das aber wirklich relativ kompakt halten, aber ich werde da zwei Ausgaben machen, halt wirklich eine kompakte Sache. Und dann in der kompakten Ausgabe noch immer hinweisen, in Kapitel so und so, in der Vollausgabe könnt ihr das dann weiterlesen, werde ich dann da immer halt machen. Die Kompaktausgabe würde auch schon für jeden Einzelnen reichen, der sich interessiert, wie man das genau durchzuführen hat. Und ich werde da wahrscheinlich dann wirklich der Erste sein, der das dann beschreibt. Der das wirklich ordnungsgemäß sozusagen beschreibt, dass das auch richtig durchzuführen ist, weil die meisten, die kommen halt nicht so schnell weiter oder machen das überhaupt nicht, weil die halt keine Ahnung von haben, was die machen sollen. Und
halt nicht wirklich wissen, wie das auch am effizientesten geht. Die meisten hängen dann da halt rum oder fallen sogar wieder zurück. Einige wollen es natürlich auch unterbewusst nicht so schnell, das ist natürlich auch in Ordnung. Das werde ich wahrscheinlich, wenn ich es hoffentlich nicht vergesse, auch erwähnen, dass man das natürlich auch über Jahre hinweg machen kann und die Rohkost auch genießen kann und so weiter. Wenn man aber seine Evolution letztendlich nicht stoppt, wobei von Rohvegan muss man sich nicht unbedingt weiterentwickeln. Das ist so das Wichtigste erstmal. Aber irgendwann wird man automatisch den Drang, glaube ich, haben. Schätze ich mal. Ja, so ein Weg werde ich in Angriff nehmen. Und also das ist halt so eine Sache. Und zweitens werde ich halt wirklich versuchen, irgendeinen Weg zu gehen, um Leute zu inspirieren. Das ist so meine Sache. Selbstversorgung wäre halt auch so eine mögliche Geschichte. Ja. Aber lange drüber geredet, jetzt geht's weiter ans Machen.